Meine Damen und Herren, wir wollen den Versuch unternehmen, in die Ukraine selber zu schalten. Ich bin jetzt in Izmail verbunden mit ZDF-Reporter Daran Hassan-Sadeh. Hassan-Sadeh, ich gehe mal davon aus, dass Sie uns hören. Jo, das entnehme ich. Jawohl, das tue ich. Klar und deutlich. Ja. Sie haben in den letzten Tagen viel in der ukrainischen Landwirtschaft bei den Landwirten recherchiert. Sie erleben die vor Ort. Wie viel Zuversicht ist bei denen, dass dieses Getreideabkommen, wir haben das eingangs der Sendung auch schon mal erwähnt, tatsächlich verlängert wird? Das ist wirklich sehr interessant, denn die Landwirte sind ja unmittelbar betroffen davon, ob dieses von ihnen geerntete Getreide auch wirklich auf den Weltmarkt kommt und verkauft werden kann. Von daher hat mich die Gelassenheit gerade hier im Süden sehr überrascht, die bei den Landwirten vorherrscht. Sie gehen einfach von dieser Logik aus, dass für beide Seiten das Abkommen von Vorteil ist. Sie gehen davon aus, dass es in den letzten Minuten zu einer Einigung kommt und lassen sich von dieser Aufregung, die jetzt gerade am letzten Tag, bevor das Getreideabkommen abläuft, überhaupt nicht anstecken. Sie haben, wie gesagt, viele Beobachtungen gemacht, haben auch Landwirte da auf den Feldern besucht. Wie quasi profitieren die ganz konkret von dem Abkommen? Was hat sich an den Abläufen verändert? Ja, letztes Jahr, als die Seeblockade von Russland eingeführt wurde, sage ich jetzt mal, durchgesetzt wurde mit der russischen Marine, kamen die ganzen großen Häfen zum Stocken und gleichzeitig wurde auch noch keine Transporte über Land, über die Eisenbahn oder über Lkw im großen Stil organisiert. Das heißt, die Silos sind vollgelaufen und da hängt es natürlich stark davon ab, ob man ein Großlandwirt ist, der sein eigenes Silo hat und der dann vielleicht noch Stauraum hat oder ob man ein kleiner Bauer ist, der es abgeben muss und natürlich waren die Großhändler, die Agrarhändler, die international operieren, in dieser Phase nicht interessiert, neues Getreide zu kaufen. So herrschte die Angst vor, dass man zwar erntet, aber niemand wird die Ernte abnehmen, weil sie einfach nicht aus der Ukraine zu transportieren ist. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, wo es beginnt, die Ernte einzubringen. Ukraine galt und gilt immer noch als Kornkammer Europas, wenn nicht gleich der Welt, gemeinsam mit Russland einer der größten Produzenten. Auch wenn der Optimismus groß ist, was würde es bedeuten, wenn es doch zu einem Aus des Abkommens gäbe, insbesondere auch für die ukrainische Wirtschaft? Das wäre schon ein harter Schlag, denn die großen Mengen werden wirklich noch über die drei großen Seehäfen, die im Abkommen genannt sind, in Odessa abgewickelt. Es wurde natürlich auch der Hafen in Izmail, der an einem Donaukanal liegt, extrem ausgebaut. Die Kapazitäten der Eisenbahn wurden ausgebaut. Sie können bis zu 15% des Getreides außer Land schaffen, aber es ist ein harter Schlag, wenn dieses Abkommen nicht stattfindet. Andererseits, um noch mal einen Bauer zu zitieren, der sagte, wir vertrauen auch darauf, dass die türkische Regierung die Sicherheitsgarantien abgegeben hat. Und wenn man sich daran erinnert, als Russland bei der letzten Verlängerung die Inspekteure abgezogen hat, kamen sie nach 3 Tagen schon wieder, weil Erdogan ganz klar politisch sich geäußert hat und gedroht hat, das eben ohne russische Inspekteure weiter durchzusetzen. Herr Hassan-Sadeh, vielleicht noch, wir haben Zeit für eine Schlusseinschätzung, noch einmal konkret auf die Ausgestaltung des Abkommens geschaut. Das setzt ja quasi im Kern auf eine sichere Passage von 3 Schwarzmeerhäfen. Sie haben den einen schon angesprochen. Wie läuft das in der Praxis? Es geht ja wohl um eine sehr, sehr enge Passage auf einem sehr, sehr schmalen Korridor, nicht wahr? Ja, es ist vor allem auch deswegen ein schmaler Korridor, weil natürlich viele Seeminen im Schwarzen Meer verlegt wurden. Zum einen von der russischen Seite, um eine Seeblockade herzurichten, zur anderen Seite von den Ukrainern, die Odessa verteidigen wollten, damit die keine Landungsboote an die Stadt herankommen konnten. So gesehen ist das natürlich schwierig. Technisch läuft es so ab. Das letzte Schiff innerhalb des Abkommens, das jetzt ausläuft, ist am Sonntag ausgelaufen. Es wird registriert, wenn es den Hafen in Odessa verlässt und wird dann natürlich die ganze Zeit verfolgt und getrackt, bis es in der Türkei über den Bosporus angekommen ist. Im Moment läuft kein Schiff mehr hinaus, weil es nicht während des Abkommens dort ankommen könnte. Ganz herzlichen Dank für diese Hintergründe und Einschätzungen. Das war ZDF-Reporter Dara Hassan-Sadeh aus Izmail in der Ukraine zugeschaltet. Vielen Dank.
Danke sehr.